Servicezeit am Donnerstagabend und ich will gleich mal von Ihnen wissen, trinken Sie eigentlich auch Leitungswasser? Also ich persönlich sage ja zu Leitungswasser und das gilt auch für Thorsten Schlüter, unser Servicezeit-Zuschauer aus Solingen. Der hat uns auf unserer Facebook-Seite geschrieben, ja sehr gerne, ich habe schon als Kind gelernt, dass das Solinger Leitungswasser mit das Beste in Deutschland ist. Dagegen meint Annalena Wehmeier, nee, schmeckt mir nicht, außerdem fehlt ihr die Kohlensäure. Wie ist das bei Ihnen? Also grundsätzlich muss man wissen, dass am 1. November eine neue Trinkwasserverordnung in Kraft tritt. Und was die Qualität angeht, ja, da hängt das Wasser, also die Wasserqualität, nicht von den Wasserwerken, also den Erzeugern ab, sondern vielmehr von den Rohren und Leitungen, also wo das Wasser durchfließt. Wenn Lisa und Markus Schürmann morgens aufgestanden sind, wird erstmal Kaffee gekocht. Für ihren Kaffee und die Getränke ihrer Kinder verwenden sie das Leitungswasser aus dem Wasserhahn in der Altbauküche. Allerdings nicht ohne eine gewisse Skepsis. Wir haben uns schon oft Gedanken über das Wasser hier im Altbau gemacht, weil wir nicht wissen, ob die Leitungen in Ordnung sind. Wir trinken alle sehr viel Wasser und gerade die Kinder trinken immer Leitungswasser. Und gerade deswegen ist es für uns besonders wichtig zu wissen, ob Schadstoffe oder Bakterien im Wasser sind. Gesundes Trinkwasser ist niemals völlig keimfrei und muss es auch nicht sein. Doch wenn es eine vermehrte Anzahl an Bakterien oder hohe Schwermetallrückstände aufweist, kann Leitungswasser regelmäßig getrunken gesundheitsschädlich sein. Deshalb machen wir den Test. Mitarbeiter eines unabhängigen Wasserlabors nehmen im Auftrag der Servicezeit in 21 Privathaushalten Trinkwasserproben. Dieser aufwendige Stichprobentest soll klären, ist das Leitungswasser in Durchschnittshaushalten mit Bakterien oder Schwermetallen belastet? Und wenn ja, was sind die Ursachen dafür? Unmittelbar vor jeder Probennahme wird der Strahlregler abgeschraubt und anschließend der Wasserhahn abgeflammt. So können bakterielle Verunreinigungen von außen das Testergebnis nicht verfälschen. Insgesamt 2 Proben pro Haushalt sollen nun Aufschluss darüber geben, ob das Wasser bedenkenlos getrunken werden kann. Für die erste Probe werden 2 Flaschen mit Stagnationswasser befüllt. Das ist Wasser, das mindestens 4 Stunden in der Leitung gestanden hat. Trinkwasserbelastungen, die durch die Leitungen im Haus oder durch die Armatur verursacht sind, kann man hieran besonders gut ablesen. Danach misst der Probennehmer 2 Liter Wasser ab und schüttet sie weg. Nun zapft er nochmals 2 Flaschen für die Fließwasserprobe. Anhand dieser beiden Proben lässt sich die tatsächliche Qualität des Leitungswassers genau ermitteln. Im Labor erfolgt nun die gründliche Analyse der Proben. Die Servicezeit möchte wissen, enthält das Trinkwasser der ausgewählten Haushalte zu viele Bakterien oder Schwermetalle? Mit einem hochspezialisierten Verfahren werden die Proben auf kleinste Spuren von Metall untersucht. Ein 5000 Grad heißes Plasmalicht macht die Schwermetallionen sichtbar. Im Fokus Blei, Cadmium, Kupfer, Zink, Eisen und Nickel. Nun erfolgt der Bakteriennachweis. Sämtliche Proben werden gefiltert, mit einer speziellen Nährlösung versetzt und für eine bestimmte Zeit bebrütet. Bald zeigt sich, ob unser Grundnahrungsmittel Nummer 1 uneingeschränkt genießbar ist. Schließlich werden die Bakterienkolonien ausgezählt. Untersuchungsleiter Ulrich Borchers erkennt einen deutlichen Unterschied zwischen Fließwasser und Stagnationswasser. Wir konnten zeigen, dass in 19 von 21 Fließwasserproben das Wasser völlig in Ordnung war. Lediglich bei 2 Proben haben wir erhöhte Bakteriengehalte gefunden. Und nachträglich haben wir als Ursache für dieses Problem die Schläuche von der Wandarmatur zum Wasserhahn ausgemacht. Und die gute Nachricht der Untersuchung ist, dass in allen 21 Proben, die vom Wasserwerk geliefert, der Qualität völlig in Ordnung war. Allerdings sieht es beim Stagnationswasser völlig anders aus. Bei den Stagnationswasserproben war die Qualität erwartungsgemäß deutlich schlechter. Wir können sagen, dass bei etwa einem Drittel der Proben Grenzwertüberschreitungen nach der deutschen Trinkwasserverordnung festgestellt wurden. Und natürlich ist klar, dass solche Proben nicht zu, oder dass solches Wasser nicht zum Verzehr geeignet ist. Das Testergebnis im Überblick. 4-mal war das Stagnationswasser aufgrund vermehrter Bakterien nicht zum Verzehr geeignet. In 3 Fällen war das Stagnationswasser wegen zu hohem Nickelgehalt nicht zum Verzehr geeignet. Alle 21 Fließwasserproben waren einwandfrei und deutlich besser als alle Stagnationswasserproben.
Vor allem erhöhte Blei- oder Nickelgehalte im Trinkwasser können problematisch für die Gesundheit sein. Bleihaltige Trinkwasserleitungen finden sich ausschließlich bei älteren Gebäuden, denn seit 1973 sind Neuinstallationen aus Blei verboten. Besteht die Hausanschlussleitung noch aus Bleirohren, muss sie daher vom zuständigen Wasserversorger ausgetauscht werden. Erst ab der Wasseruhr ist der Hauseigentümer für die Rohrleitungen verantwortlich. Enthalten sie Blei, sollten sie ausgewechselt werden. Ab den Eckventilen an der Wand ist der Mieter zuständig. Hier gibt es zwei Schwachpunkte. In den Panzerschläuchen unter dem Wasserhahn können sich Bakterien anreichern. Und schließlich kann die Armatur selbst erhöhte Schadstoffkonzentrationen in Form von Blei, Nickel, Chrom oder Kupfer im Trinkwasser verursachen. Unser Stichprobentest hat gezeigt, dass Trinkwasser einiges enthalten kann, was nicht wirklich gesund ist. Deshalb sollte man eines unbedingt beachten. Also der wichtigste Tipp ist, dass man Stagnationswasser, das ist Trinkwasser, was über eine längere Zeit in der Leitung gestanden hat, nicht verzehren sollte. Damit meine ich, man sollte es nicht trinken, man sollte damit nicht kochen und für Kindernahrung ist es schon gar nicht geeignet. Auch bei Familie Schürmann wurde eine zu hohe Anzahl an Bakterien sowie Spuren von Nickel und Blei im Stagnationswasser entdeckt. Die Fließwasserprobe war jedoch glücklicherweise einwandfrei. Ich hatte ja schon befürchtet, dass das Wasser nicht ganz in Ordnung sein könnte. Die Konsequenz daraus ist, dass wir es jetzt wirklich vorlaufen lassen, bevor wir es trinken und auf keinen Fall mehr Wasser trinken, das längere Zeit in der Leitung gestanden hat. Am besten morgens nach dem Aufstehen erst zur Toilette gehen, bevor man Kaffee kocht. Danach reicht es, in der Küche etwa 2 bis 3 Liter Wasser beispielsweise zum Blumengießen abzuzapfen, bis wieder gutes, gleichmäßig kühles Trinkwasser aus der Leitung fließt. Bei zu vielen Bakterien im Trinkwasser sind oft die Panzerschläuche unter der Spüle die Ursache. Hier hilft es, sie von einem Fachbetrieb gegen starre Verbindungen austauschen zu lassen. Unser Stichprobentest zeigt, dass die von den Wasserwerken gelieferte Wasserqualität in allen untersuchten Haushalten einwandfrei ist. Wer ein paar einfache Regeln beachtet, kann das Trinkwasser sorglos genießen. Ja, na dann, Prost. Am Wochenende, da ist es wieder soweit, da werden die Uhren umgestellt. Also die Sommerzeit endet oder die Winterzeit beginnt. Ich meine, damit geht's ja schon los. Und werden die Uhren jetzt vor- oder zurückgestellt? Ist es früher hell oder später dunkel? Wer blickt da durch? Ich meine, wissen Sie genau Bescheid? Jetzt diese Uhr hinhalte, können Sie die mal stellen für uns? Ja. Von 2 nach 3. Nee. Jawohl. Nee, super. Ja, ist doch logisch, ganz logisch. Dann heißt es, dass die Uhr vorgestellt wird. Auf 4 Uhr. Von morgens 2 auf 1, glaube ich. Should be something like this. 2 auf 3 oder so, oder 3 auf 2, weiß ich nicht. Ja, im Sommer werden die Gartenmöbel vorgestellt, also vors Haus, und im Winter halt hinters Haus sozusagen. Jetzt muss man sich also nur noch diesen Spruch merken. Also auf jeden Fall werden die Uhren zurückgestellt. Ich weiß nicht, wie geht's Ihnen? Ich persönlich merke die Zeitumstellung nicht. Also genauer gesagt, mein Körper, ich schlafe einfach weiter und stelle dann die Uhren um. Aber es gibt Menschen, die haben Probleme damit. Vor allen Dingen die Gegner der Zeitumstellung. Die sagen, das stört meinen Tag-Nacht-Rhythmus. Melatonin heißt das Hormon, das diesen Rhythmus steuert und damit auch unseren Schlaf. Und das ist natürlich auch der Pharmaindustrie nicht entgangen. Denn Melatonin kann man künstlich herstellen. Also gegen Schlafstörungen oder beispielsweise als Zauberwaffe gegen Jetlag. Offenbar nutzen immer mehr dieses Mittel, aber was ist eigentlich dran am Melatonin-Hype? Der Theaterregisseur Clemens Bechtel nimmt es ab und zu zum Schlafen. Jede Inszenierung in einer anderen Stadt, oft im Ausland, zurzeit in Köln. Häufig arbeitet er noch spät abends. Mit Melatonin, so sein Gefühl, findet er schneller in den Schlaf. Ich bin oft abends noch lange wach, kann nicht einschlafen, weil ich irgendwelche Gedanken habe an irgendwelchen Proben von morgen oder sonst was. Und dann hilft es mir beim Einschlafen. Das finde ich sehr gut und sehr angenehm. Die Tabletten bestellt Clemens Bechtel im Internet. Melatonin wird hier massenweise als Nahrungsergänzungsmittel angeboten von ausländischen Firmen. In Deutschland ist das Hormon, das den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert, ein Arzneimittel und somit verschreibungspflichtig. In den USA wird es als das reinste Wundermittel gehandelt und verkauft sich ähnlich gut wie Aspirin. Beliebt ist es bei Vielfliegern und Touristen, die schlucken es bei Langstreckenflügen, um dem gefürchteten Jetlag zu entgehen.
Das hier haben sich findige deutsche Unternehmer einfallen lassen. Nachtmilchkristalle mit erhöhtem Melatoningehalt. Dafür werden die Kühe mitten in der Nacht aus dem Schlaf geholt und extra unter Rotlicht gemolken. Und weil Vermarktung alles ist, haben sie die Nachtmilch sogar schon dem Deutschen Bundestag angeboten. Kostenlos, um übermüdeten Politikern zu ausgeschlafenen Nächten zu verhelfen. Egal ob Pille oder Lifestyle-Pulver, die Mittel ahmen die Natur nach. Denn Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das der Körper ausschüttet, sobald es dunkel wird. Seit 4 Jahren gibt es in Deutschland auch ein zugelassenes Schlafmittel auf dieser Basis. Es gibt durchaus gute wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass Melatonin einen positiven Effekt auf den Schlaf hat. Die Einschlafzeit wird verkürzt und die Schlafqualität wird gebessert. Außerdem wirkt es positiv auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das ist besonders wichtig bei Patienten, die diesen Rhythmus nicht mehr haben. Man muss aber wissen, dass es nicht bei allen Patienten einen positiven Effekt hat. In Deutschland ist man aber noch vorsichtig mit Melatonin. Nicht nur, weil es teuer ist, knapp 40 Euro pro Monat. Auch aus Sorge, den körpereigenen Hormonhaushalt durcheinander zu bringen. Man bekommt es deshalb erst ab 55, also erst, wenn die eigene Melatoninproduktion nachlässt. Und dann auch nur kurzfristig. Dankeschön, tschüss. Wie alle schlafanstoßenden Medikamente sollte man es auch nicht unbedenklich lange einnehmen. Man muss damit nach einer Zeit lang aufhören. Hier verbunden mit der Hoffnung, dass man durch die Behandlung mit Melatonin den normalen Schlafrhythmus wiederherstellen kann. Aber wieso reagiert unser Hormonhaushalt eigentlich auf Dunkelheit? Das liegt an der Zirbeldrüse, einem kleinen Fortsatz unseres Zwischenhirns in der Gehirnmitte. Die Augen informieren die Zirbeldrüse, dass Nacht ist, und die bildet dann Melatonin. Je älter wir werden und je weniger Melatonin der Körper herstellt, umso schwieriger wird es, ein- und durchzuschlafen. Und die Nachtmilchkristalle, die Merkel, Westerwelle und Co. kostenlos im Bundestag bekommen sollen? Obwohl die Kuh aus dem Tiefschlaf geholt wird, ihr Melatoninspiegel also hoch ist, kann Professor Klingmüller über die Wirkung der Kristalle nur schmunzeln. Ja, das ist ja lustig. Hier enthält eine Portion 1800 Pikogramm Melatonin. Und wir wissen, dass etwa 2 Milligramm Melatonin erst wirken. Das heißt, wenn man hiermit schlafen will, da muss man 1 Million Nachtportionen zu sich nehmen. Und ich denke, das ist unmöglich. Und dann traut man dem Melatonin in den USA noch viel mehr zu, Anti-Aging-Mittel zu sein oder bei Depressionen zu helfen. Aber es hat ganz sicherlich keine Wirkungen auf den allgemeinen Alterungsprozess. Es ist keine Wunderdroge, die uns hilft, jung und gesund zu bleiben. Und da sollte man auch mit entsprechenden Versprechungen im Internet sehr vorsichtig sein. Übrigens, im Herbst und Winter, wenn das Sonnenlicht knapp ist, produziert der Körper auch tagsüber viel Melatonin. Deshalb sind wir dann müde und manchmal verstimmt. Unser Tipp? Viel Licht tanken, wenn es am hellsten ist, und regelmäßige Bewegung im Freien. Dann ist man tagsüber fit und nachts müde. Und wichtig zum Schlafen, Vorhänge zu, damit im Dunkeln länger natürliches Melatonin gebildet wird. Ja, und falls Sie mal wieder nicht schlafen können, das muss nicht unbedingt am Melatonin liegen. Nein, das könnte auch der Nachbar schuld sein, weil der draußen mal wieder aktiv ist. Da wird Laub gefegt, aber nicht so wie früher, ne, mit dem Rechen. Nein, der Nachbar hat natürlich einen Laubsauger oder so einen Laubbläser. Ganz egal, Hauptsache das Ding macht ordentlich Krach. Aber ob die funktionieren, ja, das weiß kein Mensch. Wir aber schon, denn wir haben den Test gemacht. Wenn im Herbst die Blätter fallen, heißt das vor allem eins für den Gartenfreund: viel Arbeit. Mit Laubsaugern jedoch soll das alles kein Problem sein. Oder vielleicht doch? Oh, der verstopft ja. Wenn ein paar große Blätter dabei sind, die will er aber gar nicht schlucken. Träge, schwer, unhandlich. Das kostet derart viel Kraft, dass man ja, mit dem Rechen eigentlich besser bedient ist. Im Praxistest 4 Laubsauger mit Häckselfunktionen, die zudem auch Blätter wegblasen können. Die Preisspanne reicht von 40 bis 95 Euro. Wir testen mit einer Hobbygärtnerin. Mein Name ist Bärbel Wachsmann. Mit einem Gartenfreund.
Mein Name ist Uli Schmidt. So wie mit einem Garten- und Landschaftsbauer. Mein Name ist Rainer Schädmann und ich teste für Sie Laubsauger. Von Güde kommt der erste Laubsauger im Praxistest. Kostenpunkt 48 Euro. Soll eine Leistung von 2500 Watt haben. Das Laub 10:1 zerkleinern. Das Gerät liegt eigentlich ganz gut in der Hand. Und Verarbeitung, ja, macht euch ganz guten Eindruck. Beginnen wir mit dem Blasen. Der ist relativ laut. Und wenn ich damit meinen ganzen Garten vom Laub befreien würde, werden sich vermutlich die Nachbarn beschweren. Wenn ich hier jedem einzelnen Blättchen hinterhertonen muss, um das vielleicht 30 cm voranzutreiben, da brauche ich nicht unbedingt ein Blasgerät. Das ist mühselig, also richtig blasen tut dieses Gerät nicht. Also die kleinen Teile, die wurden gar nicht weggepustet. Das finde ich äußerst unbefriedigend. Da bin ich ja mit dem Rechen schneller. Dann versuchen wir jetzt mal zu schauen, wie gut er saugen kann. Dazu muss man nur diesen Hebel umstellen, was sehr leicht geht. Ein Blatt, zwei, drei, vier. Also hier muss man wirklich Blatt für Blatt aufsaugen. Und da stellt sich die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Das kann man ja fast mit den Händen genauso schnell machen. Also wenn man so in einen großen Blätterhaufen reingeht, habe ich so den Eindruck, als ob er sich an den Blättern verschluckt. Oh, der verstopft ja. Wenn ein paar große Blätter dabei sind, die will er aber gar nicht schlucken. Jetzt wollen wir mal sehen, wie hat das Gürtelgerät hier das Laub zerschreddert? Von 1 zu 10 kann da meines Erachtens nicht die Rede sein. Das Blatt, das ist ja noch komplett. Jetzt im Praxistest der Laubsauger von Black & Decker, der immerhin schon 75 Euro kostet. Was mich hier schon von vornherein stört, ist einfach die Tatsache, dass ich zwei Rohre habe. Ich habe auch wirklich den Sauger angeschlossen. Ich will jetzt aber diesen Bläser einschalten. Nee, wie soll das gehen? Das geht ja wohl gar nicht. Ich kann nicht mehr machen, wie hier auf diesen Knopf drücken und versuchen, das wegzuziehen. Und das geht nicht. Das geht nicht. Ach, nee. Vielleicht kann ich ja meinen Sohn bitten, dass der mir mal hilft. Ja, super. Da braucht man einen kräftigen Daumen. So, ich hab's geschafft. Also da kommt schon mal raus. Da fliegen schon die Stöckchen. Eins muss man sagen, also er bläst enorm. Also ich finde es äußerst unhandlich zu halten. Dann ist es gigantisch laut. Also das finde ich ist eine Zumutung. Jetzt kommt der Sauger drauf. Das ist etwas mühselig. So, endlich geschafft. Der nimmt zwar jede Größe am Blatt auf, aber man muss hier immer aufpassen, weil das Rohr, das könnte sich schnell am Rasen festsaugen. Also, dass man so auf der Wiese kleben bleibt, das kostet derart viel Kraft, dass man ja, mit dem Rechen eigentlich besser bedient ist. Nee, also im Saugmodus auch nicht effektiv. Der saugt nicht mehr. Okay, also, dass der so schnell verstopft, das bringt ja auch nichts. Ich habe noch keinen Quadratmeter Laub gesaugt und schon funktioniert das Ding nicht mehr. Ein bisschen angehäckselt, aber ja. Wenn ich das sehe, das ist ja ein großes Blatt. Nicht wirklich gehäckselt. Mit 40 Euro das preisgünstigste Modell im Test, der Laubsauger von Attica. Zwei Rohre. Ich denke mal eins zum Saugen und eins zum Blasen. Sprich, ich muss nichts umbauen. Ist eigentlich sehr leicht. Ist ganz angenehm zu halten. Mit Stellschraube. Morgens früh, wenn wir unsere Nachbarn nicht wecken wollen, haben wir die kleine Stufe. Und später können wir hier ans Dampf machen. Also das muss ich sagen, finde ich ja mal klasse. Ne? Man kann bei dem Gerät so richtig dem Bedarf entsprechend das einstellen. Also mit dem Gurt ist das wirklich bequem. Das Gerät hängt gut auf der Schulter und ich kann mit dem Arm schön pendeln. Nee, ein vernünftiges Gerät für entspanntes Arbeiten.
Ja, zum Saugen muss man hier einfach nur den Schalter umlegen. Super leicht. So, mit dem Saugen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das versprochene wahnsinnige Dezimieren ist hier nicht. Kann jetzt das teuerste Modell im Test, der Laubsauger von Alco, für 95 Euro überzeugen? Terminator 3. Hörst du der LKW unter den Blasgeräten? Also, das waren jetzt vielleicht eine Minute. Mein Arm tut weh, das Ding ist mega schwer, unhandlich. Träge, schwer, unhandlich. Verspricht eine unheimliche Leistung, aber diese Blasleistung unterscheidet sich in keiner Weise von den anderen Geräten. Hebel umlegen und los geht's. Naja, überzeugend ist hier das größere Rohr wieder. Das macht sich immer bemerkbar, gerade bei den größeren Blättern. Die verstopfen dann nicht so schnell das Rohr. Okay, verstopft. Vermutlich hängt die ganze Verstopfung hier irgendwo drin. Ich würde sagen, der Terminator ist kaputt. Hasta la vista, Baby. Wirklich häckseln diese Geräte alle nicht. Man findet immer wieder ein Blatt dabei, was überhaupt nicht zerkleinert worden ist. Welcher Laubsauger ist nun der Favorit unserer Tester? Richtig überzeugt hat mich keins der vier Geräte. Jedoch noch das Beste war das Attica-Gerät. Leicht, starke Wirkung beim Blasen und kostengünstig. Alle Geräte haben nicht wirklich überzeugt, aber von diesen Geräten ist diese Attica noch mein Favorit. Es liegt leicht in der Hand, ist nicht zu schwer, leicht zu bedienen und die Funktion ist auch okay. Mein Testsieger ist der Laubsauger von Attica. Gehäckselt haben sie alle nicht gut, aber der ist nicht zu laut. Er ist super bedienfreundlich. Die Gebläsefunktion ist klasse. Saugen tut er auch toll und er ist auch noch preiswert. Ein Testsieger mit Abstrichen, was die Häckselfunktion betrifft. Punkten konnte der Attica-Laubsauger besonders in der Handhabung. Also ich finde, der Test hat vor allem eins gezeigt, Laubsauger sind aus meiner Sicht völlig unnötig. Lieber den Rechen, ist außerdem viel gesünder. Aber vielleicht haben Sie ja eine andere Meinung, die würde mich dann interessieren. Schauen Sie noch mal rein bei uns im Internet auf servicezeit.de. Die Servicezeit im Internet. Auf servicezeit.de kümmern wir uns um Ihre Anliegen und Probleme. Schreiben Sie uns. Natürlich auch, wenn Sie Tipps und Anregungen für uns haben. servicezeit.de. Alles fürs praktische Leben. Ja, das mit den Laubsaugern, das kann natürlich auch schnell ein Streitgrund mit dem Nachbarn sein, wenn sie mal wieder so sonntags morgens um 4 Uhr aktiv sind und meinen, im Garten was machen zu müssen. Ja, und wenn man sich dann streitet, dann muss man sich mit dem Nachbarn, klar, natürlich auch wieder versöhnen. Also was machen sie? Sie laden ihn zum Essen ein und was sie jetzt noch von uns brauchen, ist das passende Rezept. Das übernehmen wie immer Martina und Moritz und sie haben sich heute Folgendes ausgedacht und zwar Hähnchenspieße und zwar auf Spinat mit Sesam und das Ganze auf asiatische Art. Unser Rezept der Woche ist diesmal Spinat. Und zwar auf asiatische Art. Wir brauchen dafür Spinat natürlich, Kokosöl und Sesamöl, Ingwer, Knoblauch, Chili, Sesamsaat, Austernsoße und Sherry. Und dazu gibt es kleine Hähnchenspieße. Und dazu brauchen wir Hühnerbrust, Speisestärke, süßen Reiswein, Sojasauce und ein bisschen Honig. Und das Beste ist, man beginnt mit den Hähnchenspießen, weil die müssen eine Weile marinieren, damit das Fleisch auch ordentlich Geschmack annimmt. Ich schneide dafür das Brustfleisch erst längs in 2 cm breite Streifen und dann quer in ebenso große Würfel. Und die kommen dann in eine Schüssel und werden dort mit etwas Speisestärke überstäubt und gründlich durchmassiert, also so einen guten Esslöffel voll. Und in der Zwischenzeit bereite ich eine Marinade dazu. Das ist ein süßer Reiswein. Das zischt. Ja, das zischt ganz schön. Das wird ein bisschen eingekocht. Dann kommt Sojasauce dazu. Genau Sehr die gleiche gut. Menge. Und ein bisschen Honig. Ja, und zwar nimmt man am besten einen Honig, der schon ein bisschen flüssig ist. Das ist einfach schneller zum Auflösen. Und das geht ja eben so hauchzart muss alles überzogen sein von der Stärke. Das garantiert dann nachher, wenn die Fleischwürfel ins heiße Fett kommen, dass Eiweiß vom Fleisch sich mit der Stärke verbindet und einen Film bildet, der den Saft im Fleisch hält. Und dann
kriegen Sie eine unnachahmliche Konsistenz. Das können Sie auch mit allen anderen Fleischsorten machen. Das ist wirklich ein super Trick aus der chinesischen Küche. Das reicht schon, das braucht nur sich aufzulösen, denn sonst müssen wir schon wieder so lange warten, bis das wieder abkühlt. Es sollte nämlich lauwarm nur über das Fleisch kommen und dann kann man das drin marinieren. Dann können wir uns gleich dem Spinat widmen. Genau. So, das wird schnell heiß. Jetzt kommt hier rein unser Kokosöl. Sie sehen, das ist fest, das hat nämlich einen hohen Starrungspunkt, also bei Zimmertemperatur ist es richtig fest, hat überhaupt nichts mit dem gehärteten Kokosfett zu tun, sondern ist wirklich reines Kokosöl, kann man relativ einfach in Reformhäusern finden. Ui, da wird es aber sehr heiß. Ja, das dampft und raucht. Gib mir mal bitte ein paar Tropfen vom Sesamöl, das ist immer wichtig für den Geschmack. Das gibt einen gleich diesen typisch chinesischen Geschmack. Das ist ein Erdnussöl, in dem Sesam angeröstet worden ist. Das ist kein kaltgepresstes Sesamöl. Du redest viel. Und ja, komm, ich krieg's ja alles. Her damit, schnell, schnell. Denn wenn einmal das auf dem Feuer steht, dann muss es ruckzuck gehen. Deswegen muss alles vorher vorbereitet sein. Und das jetzt sofort also, bitte Sesamsaat. Diese Sesamsamen, jetzt, die geben so einen wunderbaren, flüssigen Geschmack. Wir haben dazugegeben Ingwer, Knoblauch und Chili. Von jedem ungefähr einen Esslöffel. Und nun die Sesamsaat. Jawohl, zwei Esslöffel. Und dann gleich den geputzten, gewaschenen, gut abgetropften, entstielten Spinat. So, ordentlich hinein. Und gleich mit Salz kommen, damit das Salz sofort einbringen kann, dann braucht man nicht so viel davon. Ein bis eine Prise Zucker und dann alles umeinander wirbeln. Wir brauchen einen Schuss Sherry, immer am Rand entlang eingießen, dann kann es auf den Boden runterfließen und hochkochen. Und ein bis zwei Esslöffel Austernsoße. Und sobald die Blätter zusammengefallen sind, sind wir fertig. Ich habe mich jetzt inzwischen um diese Fleischstückchen gekümmert. Die werden hier aufgespießt. Wenn man ein längeres hat, spießt man eben zweimal durch. Und ich nehme inzwischen die Pfanne, denn die Spießchen lassen sich nur schwer im Wok braten. Ja, das geht. Man nicht. Kann sie natürlich auch, wenn man gerade dabei ist, auf den Grill legen. Und hier brauche ich nur ein bisschen von diesem Kokosöl. Die Spießchen werden einfach in die heiße Pfanne gelegt. Und währenddessen mit dem Rest der Marinade bepinselt. Ich habe natürlich nicht alles genommen für die zu marinieren, sondern einen Teil mir aufgehoben. Und nun werde ich unablässig während des Bratens von beiden Seiten damit eingepinselt. Nur drehen. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Dabei karamellisiert das durch den Honig. Wir machen es aber kleiner, damit uns das nicht zu dunkel wird, weil der Honig läuft leicht Gefahr zu verbrennen. Der Zucker, der karamellisiert und der darf nicht aber nicht bitter werden. Das Braten geht natürlich sehr schön schnell. Aber ganz wichtig, auf kleiner Hitze, damit es nicht verbrennt. Aber anfangen kann man ruhig bei ordentlich Dampf, ne? Die Pfanne muss erstmal ordentlich Hitze haben. So. Übrigens können Sie auch so eine Grillpfanne nehmen. Das ist auch sehr praktisch dafür. Die Spießchen sind gar, wenn sie sich fest anfühlen, wenn man mit dem Finger drauf drückt. Und dann kann man sie einfach auf dem Spinat anrichten. Eins, zwei. In Asien gibt man nie eine gerade Zahl, sondern immer genau, eine ungerade Zahl. So ist es. Ungerades bringt Glück. So, das ist jetzt schön heiß serviert. Mir persönlich allerdings schmeckt der Asiaspinat kalt am besten. Naja, jeder wie er mag. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Ausprobieren. Ja, morgen gibt es aber noch mehr Vergnügen mit Martina und Moritz. Dann kochen die beiden eine halbe Stunde lang, wie immer, ab 18.20 Uhr. Und dann gibt's Zwiebelfleisch. Wenig Arbeit, viel Genuss. So, alle Infos zur heutigen Sendung, die stehen bei uns im Internet auf servicezeit.de. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe da noch ein spannendes Thema für Sie, immer her damit, können Sie uns gerne schreiben. Jetzt übernehmen die Kollegen der Aktuellen Stunde mit den wichtigsten Infos des Tages. Also, schnelle Übergabe. Ich sage Tschüss und noch einen schönen Abend.